Herzlich willkommen auch von mir nochmal zum 5. Erfurter Science Slam hier im Jugendtheater Die Schotte. Ihr entscheidet heute Abend alle zusammen, welcher Slammer mit seinem Beitrag euer Wissenschaftsherz so richtig erobert hat. Ja, also wer mitgezählt hat, der stellt jetzt fest, dass wir schon bei unserem allerletzten Slammer angekommen sind. Sein Herz schlägt für den Lehrerberuf, aber er ist selber kein Lehrer. Ich habe gerade schon ein Wuh gehört, woher kam das? Hast du was mit unserem nächsten Slammer zu tun? Hat er seinen Fanclub mitgebracht? Ja. Gute Chancen! Ja, er ist kein Lehrer, aber er ist seit kurzem wissenschaftlicher Geschäftsführer der Erfurt School of Education, dem Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung an der Uni Erfurt. Und bevor er jetzt auf die Bühne kommt, wo er anscheinend schon heiß erwartet wird, hat er mich gebeten, euch eine kleine Aufgabe zu geben. Wird euch nicht schwerfallen. Bitte einmal das Smartphone bereithalten. Sehr schön. Ja, was er damit will, das erklärt er euch jetzt selbst. Bitte einen ganz, ganz fetten Applaus für Benjamin Dreher. Guten Abend. Ich beginne meinen Beitrag zum Thema Wohlbefinden im Lehrerberuf mit einem kleinen Experiment. Und dafür möchte ich euch bitten, eure Telefone in die Hand zu nehmen und die Augen zu schließen. Augen zu. Jetzt bitte ich euch, an eine Person in eurem Adressbuch im Telefon zu denken, der ihr im Leben etwas zu verdanken habt, der ihr aber noch nie so richtig dafür Danke gesagt habt. Jetzt öffnet ihr die Augen und eure favorisierte Messenger-App und schreibt dieser Person folgende Zeilen und dann auf Absenden klicken. Jetzt. Das, was ihr gerade im Moment tut, ist in der positiven Psychologie als eine positiv-psychologische Intervention bekannt geworden unter dem Namen Brief der Dankbarkeit. Damals im analogen Zeitalter hat man sich noch hingesetzt mit Feder und Tintenfass und hat sozusagen aufgeschrieben, wofür man dankbar ist. Und dann hat man diesen Brief entweder abgeschickt oder, was richtig cool ist, den persönlich vorbeigebracht und vorgetragen und vorgelesen. Und regelmäßig hat es den Menschen so richtig viele positive Emotionen beschert. Und daran hat man noch mehr solche positiv-psychologischen Interventionen entwickelt, so zum Beispiel drei gute Dinge. Ihr überlegt euch am Abend eines schönen Tages, so wie heute, was war eigentlich heute gut? Welche drei guten Sachen habe ich heute erlebt? Oder den positiven Wochenrückblick. Wer keine Lust hat, das jeden Tag zu machen, nimmt sich am Ende einer Woche kurz Zeit, setzt sich mit einem Kaffee oder einem Tee hin und überlegt, was ist in dieser Woche richtig gut gelungen? Was hat geklappt? Eine andere positiv-psychologische Intervention gibt es zum Thema Genießen. Da geht es darum, einen Moment, auf den man sich lange freut, wirklich zu genießen und nicht die Smartphones rauszuholen. Und dann zu versuchen, das irgendwie abzuspeichern, sodass man auch später, wenn man sich daran erinnert, einfach nochmal freudige Momente erleben kann. Eine andere positiv-psychologische Intervention ist der Tag der Freundlichkeit. Nehmt euch einen Tag in der Woche oder im Monat, wo ihr einfach mal so richtig kreativ freundlich seid. Was könnte das sein? Naja, ihr gebt einfach mal doppelt so viel Trinkgeld wie sonst. Ihr macht einem Fremden auf der Straße ein Kompliment oder zahlt mal den Kaffee oder was auch immer, pflückt ein kleines Blümchen und verschenkt das. Oder ihr haut beim Science Slam, beim 5. Erfurter Science Slam, so einen richtig fetten Applaus für alle Leute des Abends hier raus. Freundlichkeit kann man lernen und kann man üben, genau. Und als ich zum ersten Mal von diesen positiv-psychologischen Interventionen erfahren habe, wollte ich unbedingt mehr wissen, ne? Und ich bin ja Geisteswissenschaftler, was macht man also? Man kramt sich alles zusammen, was man finden kann und liest das und liest und liest und liest und irgendwann, aha, erkennt man ein Muster. Und das Muster ist so, diese positiv-psychologischen Interventionen sind nämlich relativ gut erforscht. Und was man immer wieder tut, ist, man nimmt Probanden, die Lust haben, sowas zu machen. Hey, ich will was für mein Wohlbefinden tun. Die teilt man zufällig in zwei Gruppen, eine Interventionsgruppe und eine Placebo-Gruppe. Die Placebo-Gruppe muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Ja, die kriegt was, was so aussieht, als würde es wirken. Während die Interventionsgruppe tatsächlich 3 bis 6 Wochen lang solchen Übungen nachgeht, die wir eben kurz gehört haben.
Und dann misst man nach 3 bis 6 Wochen nochmal das Wohlbefinden und guckt, wenn man dann nicht mehr diesen Übungen nachgeht, was sich dann verändert. Und was man findet, ist für die Placebo-Gruppe nichts, bleibt alles gleich, kein Wohlbefindenszuwachs. Und für die Interventionsgruppe, tata, das Wohlbefinden nimmt zu. Und zwar signifikant, würde man in der Wissenschaft sagen. Und es bleibt auch noch 3 bis 6 Wochen, nachdem man diese Übung gemacht hat, erhöht. Und unter Wohlbefinden, das ist ganz wichtig, verstehen wir hier nicht nur Zufriedenheit oder so Lebensglück, sondern man kann damit tatsächlich auch so depressive Verstimmung abmildern. Das heißt, es hat wirklich einen großen Wert, diese Intervention. Und dann habe ich mich gefragt, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Also wieder alles zusammengekramt, was man da so finden kann. Gelesen, gelesen, gelesen und dann, aha. Genau. Und ich habe euch heute die Quintessenz dieser Funktion mitgebracht, und zwar in einer ganz künstlerischen Art und Weise, die ich jetzt nicht darbieten werde, aber ich habe es euch mitgebracht. Wie könnte man das besser erklären als das? Wir Menschen neigen dazu, negative Erlebnisse und Emotionen viel stärker abzuspeichern. War mal irgendwann für das Überleben wichtig. Positive Emotionen hat eigentlich damals keiner gebraucht. Aber heute brauchen wir sie umso mehr. Und der Punkt ist, wenn wir uns solche Interventionen und Übungen vornehmen, dann richten wir unseren Blick darauf, was gelingt, wofür wir dankbar sind. Und das hilft einfach sehr gut, um durch den Tag zu kommen. Aber was auch passiert ist, wenn ich positive Sachen ausstrahle, dann fangt ihr irgendwann an und strahlt die zurück. Und das ist im Grunde der Wirkmechanismus von solchen Interventionen. Und da ich ja mit Lehrerinnen und Lehrern arbeite, habe ich mir gedacht, wo könnten diese Interventionen jetzt besser hingehören als in den Lehrerberuf? Zum einen ist das ein sehr anforderungsreicher Beruf. Zum anderen aber stellt euch mal folgende Vision vor. Ihr kommt in die Schule und alle sind gut drauf. Es ist da einfach nur gut. Ja? Es gibt keine geworfenen Schlüsselbund, keinen Tafelschwamm, der vor Kreide steht und so schlechte Laune. Und nein, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die euch positiv anstecken. Vielleicht nicht jeden Tag, aber 4 von 5. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, ja, das ist doch cool. Da ist doch bestimmt jemand schon drauf gekommen. Und da wollte ich alles zusammensuchen, was es dazu gibt. Aber naja gut, online, in diesem Internet, habe ich dann doch 3 Studien weltweit gefunden, bei denen man das schon mal so ein bisschen probiert hat. Aber habe ich mir gedacht, das können wir auch. Habe gedacht, ha! Und habe kurzerhand zusammen mit 2 Studentinnen, die sich in ihrer Abschlussarbeit mit dem Thema beschäftigen wollten, folgenden Versuchsplan gebaut. Wir haben Lehrerinnen und Lehrer gefragt, habt ihr nicht Lust, so ein bisschen was für euer Wohlbefinden zu tun? Ist eine Online-Studie, kostet nicht so viel Zeit und so. Ja, haben sich viele angemeldet, über 300 Leute. Und die haben wir dann in einen Mixer gepackt. Und der hat dann gemacht und hat diese Person auf 2 Gruppen verteilt. Die Gruppen kommen euch schon bekannt vor. Eine Placebo-Gruppe, die kriegen irgendwas, was nur so aussieht, als würde es wirken. Und eine Interventionsgruppe. Und diese Interventionsgruppe haben wir 2 Wochen lang, alle 2 Arbeitstage, eine Mail geschickt. Und in dieser Mail war eine Abwandlung zu einer positiv-psychologischen Intervention dabei. Was könnte das sein? Zum Thema Genießen ging es zum Beispiel darum, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich mal die Vorteile ihres Jobs so richtig vor Augen führen. Ja, euch fallen bestimmt gleich 3 ein. Ferien, sicherer Job, ja. Und das ist völlig okay, weil es ist nun mal ein Vorteil dieses Jobs. Aber den kann man ja eben mal richtig genießen und sich vor Augen führen. Oder einen positiven Wochenrückblick. Sie sollten sich überlegen, was hat in dieser Woche in meinem Klassenzimmer so richtig gut mit den Schülerinnen und Schülern geklappt. Das Ganze in eine freundliche E-Mail an die Eltern der Schülerinnen und Schüler verschicken. Also nicht immer nur kommunizieren, wenn mal was nicht klappt, sondern wenn das geht. Und dann haben wir nach diesen 2 Wochen das Wohlbefinden der Lehrerinnen und Lehrer gemessen und wir haben nach weiteren 2 Wochen nochmal das Wohlbefinden der Lehrer gemessen, als sie schon nicht mehr diesen Übungen nachgegangen sind. Im Querschnitt sieht das so aus, man nehme eine positiv-psychologische Intervention, wie so eine Dankbarkeitsübung, die ihr jetzt angefangen habt. Wir wandeln die um und adaptieren die auf den Lehrerberuf. In dem Fall wurden die Lehrerinnen und Lehrer angeregt, nach Feierabend einfach mal ein paar Minuten im Schulgelände spazieren zu gehen und sich 3 Sachen zu überlegen, die heute geklappt haben an ihrem Arbeitstag. Und die Placebo-Gruppe hat Folgendes gekriegt, was ihr aus allen sozialen Netzwerken kennt. Wow, ein richtig cooles Bild mit einem Spruch. Das hilft. Und was wir als Ergebnis finden, ist, dass die Placebo-Sprüchegruppe, passiert nichts, lässt sich keiner mehr hinterm Ofen hervorlocken mit solchen Bildern. Und in unserer Interventionsgruppe, jetzt brauche ich von euch allen ein Tada und 3, 2, 1. Ja, das ist jetzt nicht nur für den Unterhaltungseffekt da drin. Nein, das war tatsächlich so. Also das Wohlbefinden der Lehrerinnen und Lehrer ist signifikant angestiegen. Es ist nicht nur gelungen, ihr berufliches Engagement da so ein bisschen zu steigern und ihre Zufriedenheit, sondern auch das Belastungsempfinden konnte leicht reduziert werden. Und das war eben auch dann noch so, wenn sie schon aufgehört hatten, an unserem Programm teilzunehmen. Und damit komme ich jetzt zur Botschaft meines heutigen Beitrags.
Man kann mit relativ wenig Aufwand das Wohlbefinden von Lehrerinnen und Lehrern steigern, dazu einen Beitrag leisten. Das ist sicherlich keine große Sache, aber man kann da was tun. Und das kann man natürlich auch auf andere Berufsfelder übertragen. Aber ihr könnt das auch alle für euch mitnehmen und auf eure Lebenswelt übertragen, nämlich folgende kurze Hinweise. Ja? Überlegt euch, wofür ihr dankbar sein könnt, was an einem Tag richtig gut gelaufen ist. Wenn ihr heute nach Hause geht, überlegt euch, was war heute richtig cool. Haltet euch das vor Augen, quatscht da miteinander darüber. Ne? Wenn ihr Momente genießt, die richtig toll sind, sei es ein Eis, jetzt vielleicht nicht im Winter, aber sonst, irgendwas Tolles, was ihr euch gönnt oder was ihr erlebt, genießt das, bleibt in diesem Moment. Geht da nicht raus und wandert mit eurem Kopf irgendwo hin, genießt das. Und vor allen Dingen könnt ihr super kreativ, freundlich sein. Und ihr könnt jetzt damit anfangen.